ich gärtner nicht gern alleine. Ich bin hier aktiv, weil ich möchte, dass es solche Orte gibt. Und der Garten, der bietet für mich so einen Ort des Rückzugs, des Ausgleichs, aber gleichzeitig auch, dass man einfach in der Nachbarschaft mehr zusammenrückt und sich kennenlernt. Was wir machen können, ist die Brücke zu schlagen für Städter zum Thema Ernährung, zum Thema, was esse ich und wo kommt es her. Und das stößt Themen an und es wirft Fragen auf, ob das Ressourcenknappheit ist, ob das der Klimawandel ist, der konkrete Bodenverlust, den wir haben, genauso wie globale Ungerechtigkeit und die Frage nach einer zeitgemäßen Demokratie. Wir versuchen das aufzunehmen und nicht auf einer Kopfebene zu thematisieren, sondern im Praktischen zu erleben. Dann weiß ich, wo das Gemüse angebaut wird. Ich bin selber mit dabei beim Anbauprozess. Man darf halt auch mal nichts wissen, sondern kann von den anderen dazulernen. Und das ist einfach unheimlich wichtig. Man kann einfach hier hinkommen und mitpflanzen und mitgärtnern. Man darf auch ernten. Niemandem gehört hier irgendwas. Wir geben dem Gemüse einfach seinen Wert zurück. Mittlerweile gibt es schon über 20 solcher Projekte in Dresden, die sich zum Gartennetzwerk zusammengeschlossen haben und sich in nachhaltige Stadtentwicklung einbringen. Und die findet ihr alle auf unserer Internetseite. Dresden-pflanzbar.de, denn eine andere Stadt ist pflanzbar.